Wir bringen die beste Unterhaltung der Welt nach Deutschland. Gleich bei unserem ersten Turnier haben wir die kultige Festhalle ausverkauft, den deutschen MMA-Rekord gebrochen und jetzt geht es weiter. Diesmal könnt ihr euch auch auf den deutschen Superstar und ehemaligen Profifußballer Christian Eckerlin freuen. Zum zweiten Mal in diesem Jahr trifft er auf den fiesen brasilianischen Shooter De Oliveira. Ein Rückkampf, der alle offenen Rechnungen begleichen wird und beiden Kämpfern die Chance gibt, zu zeigen, wer besser ist. Wird erneut vor seinem Heimpublikum auftreten. Diesmal als Sieger des Kampfs um Deutschland. Vor den Augen des gesamten Frankfurter Publikums wird der tschechische Publikumsliebling Milos Petrášek versuchen, ihm den Sieg zu nehmen. Petrášek takes him down immediately. Wie wird das Aufeinandertreffen des besten deutschen Kämpfers und mehrfachen Champions gegen den tschechischen Elitekämpfer ausgehen? Milos Petrášek! Die Geschichte und die Mission gehen weiter. Octagon 36, 15.10. Frankfurt. Tickets im Vorverkauf bei ticketmaster.de. Patrik Kincl versus Alexander Lohore. Kincl dlouhodobě patří k české špičce. Ukončil už 18 soupeřů a dnes večer bude pokukovat i po 19. ukončení. Patrik Kincl si prišiel do oktagonu, zvíťazil a ukoristil si pre seba v zápase s Pirátom Krištofičom titul šampióna strednej váhy. Nikdo mi ten titul jako nesebere. Mám to takhle prostě v hlavě. Tunel, držím tam ten titul a jdu ho pouze obhajovat, nikomu předávat. Teď, půl roku po sladkém triumfu, čeká Kincla jeho první obhajoba. Tanečním partnerem do pětikolového valčíku mu totiž bude francouzský ostrostřelec Alex Lohore. Lohore je schopen neuvěřitelně odolávat útokům soupeře. Vzpomeňme na jeho zápas s Carlosem Vémolou a v postoji nám předvedl, že má fantastický box a v průběhu pěti kol rozhodně neumdlévá na své výkonnosti. I will get the title because it was written for me. Patrik Kincl potřebuje stůj co stůj, doslova za každou cenu zvítězit v této titulové obhajobě a posunout se tak ke svému vysněnému zápasu s Carlosem Vémolou. Rád bych Alexe ukončil do druhého kola, protože hned potom se musím co nejrychleji vrátit do tréninku. Můžeme se těšit na nádherný souboj v postoji a na zemi. Bude opasek dnes večer měnit svého majitele, nebo Patrik Kincl uhájí své místo na trůnu? Ja, und da sind wir schon angelangt bei unserem Main Event des Abends. So ist es. Und hier kommt er, der französische Scharfschütze, Alex Lohore. Der Killer Kid, Nummer 2 im Mittelgewicht. Hat einen sehr guten Musikgeschmack, gefällt mir sehr gut. Ich bin einfach großer Fan von französischem Rap, das muss ich einfach sagen. Ist auch jemand, der durch die europäische Szene gewandert ist. Ja. Ist jemand, der schon überall gekämpft hat. Kann mich an große Kämpfe auch in England und in Irland erinnern. Und ist vor allen Dingen auch ein Charakter. Bitte? Er ist auf jeden Fall auch ein Charakter. Okay. Also ist jemand, der wirklich Charaktereigenschaften mitbringt. Der sich auch nicht zu schade ist, auch mal Trash-Talk im Käfig sozusagen okay, zu betreiben. Okay, interessant. Erzähl mir mehr darüber. Und ich habe auch einfach nur das, also was ich mir angeguckt habe und was ich so verfolgt habe, ist, dass die beiden auch schon ganz schön verbal ausgetauscht haben gegeneinander. Okay. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der Killer, also Alex, auch einen Finish in der zweiten Runde angekündigt. Jetzt hier im Vorspann haben wir gehört von Patrick, dass er ihn auch in der zweiten Runde finishen will. Wir haben uns vorhin auch schon mal ganz kurz unterhalten, wie wir das sehen. Wie siehst du den Kampf? Was denkst du, wie der Kampf ausgehen wird? Ich könnte mir vorstellen, dass der Kampf nicht über die erste Runde hinausgeht tatsächlich. Also ich würde es Alex Lohore zutrauen, dass er in der ersten Runde den Sack zumacht.
entweder Alex Lohre in der ersten Runde oder ansonsten Patrick Kinzel in der dritten. Das wäre meine, wär meine Prediction. Diese zwei Möglichkeiten sehe ich. Ja. Haben vor allem beide auch eine Historie mit Carlos Rimola, ja, mit dem großen Superstar hier in der Organisation. Ja. Haben ihn beide schon auch vor den Fäusten gehabt. Und wie man gerade gehört hat, ist der Sieg über Alex Lohor wohl der nächste Schritt. Das ist jetzt die Hürde, das ist jetzt die große Hürde, die, die Patrick Kinzel nehmen muss, damit er dieses Traummatch gegen Carlos Rimola bekommt. Ja, das will er unbedingt. Und dafür hat er diese Herausforderung hier noch im Weg. Diese eine Hürde hat er dazwischen und dann bekommt er sein Traummatchup gegen Carlos Terminator Rimola. Der ist natürlich auch heute Abend hier zugegen. Der saß bis vor wenigen Minuten oder er sitzt noch vor, er sitzt noch hinter uns. Ja. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der nächste Gegner hier auserkoren wird und dann auch mal Carlos Rimola einen Schritt in den Käfig macht. Ja. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sehr gut sein, Carlos Rimola hat gar kein Interesse an einem Mittelgewichtskampf gegen Patrick Kinzel oder Alex Lohre. Und stattdessen nimmt er sich den Sieger von Stefan Pütz gegen Miloš Petrášek vor. Das ist natürlich auch was, was für die deutsche MMA-Community von unschätzbarem Wert wäre. Also wenn man Carlos Rimola auf Stefan Pütz treffen lässt, dann trifft da so viel MMA-Erfahrung aus Europa aufeinander. Das ist unfassbar. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Erfahrung die beiden Männer mitbringen. Ja? Ja. Aber jetzt haben wir hier erstmal den Champion im Tunnel, Patrick Kinzel. Octagon-Mittelgewicht-Champion hier auf dem Weg zum Käfig. Vergewissern, was Carlos Rimola sagt als Prediction. Okay, that's it. Ein Champion hier auf dem Weg in den Cage. Der Mann physisch für einen Sprung gemacht hat. Ja. Wahnsinn. Das letzte Mal live gesehen habe ich ihn, glaube ich, 2018 oder ich glaube 2018. Damals halt gegen Carlos Rimola. Und da sah er physisch noch nicht so stark und austrainiert aus wie heute. Ja, extremst austrainiert. Ja. All the sacrifices, the choice between he, me and heaven lights. All the knockdowns, snapbacks and failed tries. So, hier gibt's nochmal den letzten Check-up. Und dann ist der Champ auch ready für seinen nächsten Auftritt hier im Oktagon. But they ain't seen the grind. I went so hard that overtime is just normal time. When you lose it all and then still lose again. It feels as if I'm trying to fight inside. It feels a different kind of drive, different kind of fight, different kind of fire, different kind of desire, a different kind of life. But I'm blessed because I've got fight. I wasn't handing nothing. The callus on my hand shows you I ain't bluffing. I'm like the time. Meine Damen und Herren, der amtierende Octagon-Mittelgewichts-Champion Patrick Kinzel. Ladies and gentlemen, this is the last fight of the evening, and we brought you this fight in association with XTB Online Trending. Our judges, cage side, are Clemens Werner, Vojtěch Novák, and Václav Přibyl.
And the referee in charge of the action is Ahmed Korchi. And now, this is the main event of the evening. The bout for middleweight championship of Octagon MMA. This is the moment you've all been waiting for. And that's why we all together, a proto všichni společně, jedeme! Bomby! This bout is scheduled for five minutes round. Let me introduce you both fighters, and we start in the blue corner. He is 32 years old. He stands 185 centimeters tall, and he weighed in at 83.6 kilos. He represents Rounders MMA and Mandela BJJ. And the coaches in the corner are Andrew Prescott, Vinicius de Castro Nascimento. He has a professional record of 28 fights and 21 wins, only 7 losses. Fighting out of France, Alex Da Killa Kid Lohore. In the red corner, he is 33 years old. He stands 180 centimeters tall, and he weighed in at 83.8 kilos. He represents All Sports Academy, and the coaches in his corner are Dušan Macák, David Dvořák, and Petr Schlegel. He has professional record of 35 fights, 25 wins, and only 10 losses. Fighting out of the Czech Republic, the reigning, defending, undisputed middleweight Octagon MMA champion, Patrick the Inspector Kinza. Patrick, my next round for the center. Protect yourself at all times. Listen to my instructions. Make a clean fight. This is the main event. You have to do all your best. Touch glove if you want. Go back to your corner. Thank you. So, es die Spannung steigt. Die Spannung steigt. Das Match, auf das wir alle so lange gewartet haben, das Main Event ist da. Dem steht jetzt nichts mehr im Wege. Shake-Hand gab's. Beide sind da. Beide sind im Käfig. Beide sind ready. Mit weit aufgerissenen Augen. Ja. Yeah. Kick geblockt hier von Patrick Kinzel. Ja. Oh, gute Rechte. Oh, zweite gute Rechte. Dritte gute Rechte. Versuchen sich jetzt hier erstmal abzutasten, aber Patrick hat hier schon die wesentlich besseren Treffer gelandet. Ja, und mir kommt es auch so vor, als würde Lohore bei Angriffen oder Finden von Kinzel etwas überreagieren, ja, und ein bisschen aus seiner Balance rauskommen. Aber auch Patrick Kinzel legt ein bisschen zu viel Gewicht ab und zu mal, nicht bei jedem Schlag, aber bei manchen Schlägen in den rechten Overhook. Das ist gefährlich. Da war gerade ein schöner Calfkick, aber den hat Alex gut geblockt, hat er ganz bisschen sein Schienbein rausgedreht. Oh, die rechte, die war dran. Die war dran. Oh, da muss Alex aufpassen. Also da kann er seine Deckung nicht einfach nur fallen lassen und versuchen, mit dem Haken zurückzuschlagen, so wie er es hier gerade schon wieder versucht hat. Jetzt stellt sich Patrick um. Oh, was für ein Kick! Das gibt's ja nicht! Und es ist
Wow! Wow! Patrick Kitzel kommt in den Cage, liefert ab, richtet eine Welle der Zerstörung an und die Halle steht wow. Kopf! Die Halle steht Kopf! Wir stehen Kopf! Wow! Und der vierte natürlich lautstark gefeiert. Wow! Und ja, da gibt es schon. Hier auch das Stare-Down. Und da gab es schon erste interessierte Blicke in Richtung zu Carlos Vemola. Wow! Die Halle steht Kopf! Was für ein Knockout. Also. Das ging fix. Sie sehen es nochmal im Replay. Erst kam der Highkick und dann kam der Schlag. Ja, die Schläge waren auch voll drin. Und er hat einfach konsequent nachgesetzt, bis er den Sack zugemacht hat. Der Ellbogen. Macht gleich den Sack, glaube ich, komplett zu. Bam. Aber auch hier, genau exzellente Kontrolle am Käfig. Wow, wow. Klasse gemacht. Und hier sehen wir noch mal, die Schläge treffen fast alle. Und da hatte der Referee keine Möglichkeit mehr, als den Kampf abzubrechen. Alles andere wäre fahrlässig für die Gesundheit der Kämpfe gewesen. Krachender Ellbogen, gefolgt von mehreren Schlagseiten hintereinander. Wow! Ein denkwürdiger Abschluss dieses Abends und Patrick Kitzel hat hier ein Statement gesetzt. Die Halle steht immer noch und ich bin auch gespannt, was jetzt passiert. Also Ich denke, wir werden jetzt auch gleich einen Callout hören. Also wir haben gerade schon Blicke gesehen. Patrick ist hier schon hin und her gelaufen. Direkt hinter uns sitzt Carlos Vemola mit seinen Jungs. Und da gab es sofort die Blicke. Sofort. So ist es. Und nach so einer Performance kann man es ihm halt auch nicht mehr abschreiben. Also wenn er... Also 100%. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer gerade als nächstes in den Reihen steht, als Contender beim Mittelgewicht, aber ich denke, dass Patrick das jetzt sich hier auch aussuchen kann und dass er schon dem Kampf gegen Vemola entgegenfiebert. Er scheint gerade in einer unglaublichen Form zu sein. Ja, extrem. Also wirklich Wahnsinn. Also, was er da abgeliefert hat, ist ein absolutes Ausrufezeichen für die gesamte Division. Vor allem hat er den Striker ausgestrikt. In the very first round, the winner and still by KO, Patrick Inspector Kitzel. Wow. Wow, wow, wow. Octagon Middleweight Champion of the World. Wow. Deset je tohleto. Wow. Du kriegst von uns 10 von 10. Wow, wow. Ich habe schon viel gesehen. Aber von den ganzen Prognosen ist dieser Abend wirklich alles ist umgekehrt heute. Das ist wirklich unglaublich. Das waren 2 Minuten und ungefähr 50 Sekunden. Das war ein Sturm. Jo, Ja, wir arbeiten mit Dušan daran. Und schon beim letzten Training haben wir gesagt, jetzt müssen wir das verkaufen. Pushen wir es dahin, machen wir es einfach. Danke, danke an alle. Ich habe gehört, da drüben in dem Sektor hat jemand gebuht, aber jetzt sind die still.
Nee, so ist das. Man kann nicht jedem gefallen. Und heute muss ich sagen, es hat einfach alles gepasst. Ich habe vordere, hintere getroffen. Also, heute hat alles gepasst. Oh ja, das hat wirklich alles gepasst, das haben wir gesehen. Und schauen wir uns das jetzt noch zusammen an, auf dem Bildschirm. Wir schauen uns die Kombinationen an, die zu deinem Sieg geführt haben, sodass du hier als neugeborener Champion wieder stehst. Nice, ein sauberer High-Kick. Ja, ich habe überlegt, ob wir vom anderen Guard anfangen. Daran haben wir jetzt mit meinem Trainer gearbeitet. Heute war es einfach mein Tag. Ich glaube, Alex war ein bisschen langsamer. Aber er hat's durchgezogen. Er ging nach vorne. Er hat mich attackiert. Ja, ich will nicht viel weiter sprechen. Man hat von dir oft gehört, ich will so früh wie möglich wieder zurück sein. Ich will zurück sein. Ich will zurückkommen. Willst du also bald diesen Kampf sehen mit ihm? Lassen wir uns das erst später besprechen, nach der Pressekonferenz. Ich will jetzt nicht darüber sprechen. Carlos sitzt da. Ich will deinen Abend nicht verderben. Ich habe wirklich bis 8 Uhr, bis ich hergekommen bin, das Event auch verfolgt. Alle Jungs waren super. Es war schön. Die Fights waren toll. Also du hast heute gewonnen. Es ist dein Sieg. Und du bist Champion. Patrick Inspektor Kinzel bleibt der Champ. Meine Damen und Herren, Alex Lohore verlässt den Käfig nach dem K.O. Karel wollte sich noch äußern, aber... Serebra Patrika Kinzla, tomu je potom, co si nepřál. Já mu gratuluju k tomu dnešnímu vítězství, byl to neuvěřitelný výkon. Ich gratuliere ihm. Die Leistung war super. Okay, ich war jetzt von ein bisschen überrascht von Carlos. Aber auch das gehört dazu. Das gehört dazu. Patrick Kinzel ist der Champ des Mittelgewichts. Und das war eine super Leistung gegen Alex Lohore. Danke, dass ihr dabei wart. Es bedeutet uns sehr viel. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Wir bringen die beste Unterhaltung der Welt nach Deutschland. Gleich bei unserem ersten Turnier haben wir die kultige Festhalle ausverkauft, den deutschen MMA-Rekord gebrochen und jetzt geht es weiter. Diesmal könnt ihr euch auch auf den deutschen Superstar und ehemaligen Profifußballer Christian Eckerlin freuen.
Oh, a left hand's dropped him. Zum zweiten Mal in diesem Jahr trifft er auf den fiesen brasilianischen Shooter De Oliveira. Ein Rückkampf, der alle offenen Rechnungen begleichen wird und beiden Kämpfern die Chance gibt, zu zeigen, wer besser ist. Wird erneut vor seinem Heimpublikum auftreten. Diesmal als Sieger des Kampfs um Deutschland. Vor den Augen des gesamten Frankfurter Publikums wird der tschechische Publikumsliebling Milos Petrášek versuchen, ihm den Sieg zu nehmen. Petrášek takes him down immediately. Wie wird das Aufeinandertreffen des besten deutschen Kämpfers und mehrfachen Champions gegen den tschechischen Elitekämpfer ausgehen? Milos Petrášek! Die Geschichte und die Mission gehen weiter. Octagon 36, 15.10. Frankfurt. Tickets im Vorverkauf bei ticketmaster.de.